Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Magitek Infinity. So, ja, ich will ja noch mal kurz zeigen, was ich zu euch nice gemacht habe. Wir haben erstmal hier ein schönes Portal ins Ender, im Nether. Dann habe ich unsere Industrial Craft ganz schön weit vorangebracht. Wir haben jetzt komplett alles, was wir für die Replizierung von Erzen brauchen. Das ist auch schon komplett repliziert, ein Diamant und ein Iridium. Da schulde ich Kettmann noch eins. Merken. So, und jetzt haben wir hier noch in der Produktion, also das ist jetzt eigentlich, können wir jetzt auf Repeat Run machen. Da tut das während der Zeit mir offscreen, während ich nicht auf dem Server bin, tut das halt automatisch verbessern, nicht verbessern, replizieren. Also, und eins haben wir auch schon, ein Advanced Solar Panel. Das produziert 8 EU, kann zwar maximal 8,32 ausgeben, aber das liegt daran, weil es einen internen Speicher hat. Deswegen, und man kann hier seine Electric Sachen dann aufladen. Für eine Industrial Craft, denn ich möchte da noch gerne einen Nano-Suit machen und halt, ja. So, aber auf jeden Fall, was ich jetzt die Folge machen werde, ist halt eine Kuhfarm und eine Farm für Weizen. Da habe ich schon ein bisschen was hier abgesteckt, ein bisschen. Und wie ich sehe, habe ich gerade mal den Cobblestone weggetan, was ich hier gechiselt habe für den Rand. Und das Glas muss ich noch holen. Und dann machen wir erst noch die Maschinen. So, zumindest für die Kuhfarm. Planter und Harvester haben wir ja noch. So, wo hab ich den hab ich hier reingetan. Ja, hier. So, eine Schaufel haben wir. So, und da gehen wir uns erstmal. Ist das gerade Tag? Das ist wunderbar. So, da gehen wir erstmal fix hier. Mein Factory Reloaded. Wir brauchen den Breeder. Da habe ich alles schon rangeholt, wegen den goldenen Möhren, goldenen Äpfel, das orangene Dai. So, da haben wir den Breeder. Dann brauchen wir den Grinder. Was fehlt uns? Was ist jetzt hier der Grinder? Ne, ist Blockbreaker. Ah. Na, da. Wir brauchten doch noch eins, zwei und Redstone, da müsste ich noch ein bisschen ranholen. So, Grind. Na, wo ist er? Breeder. Grinder, ja man. So. Dann haben wir den. Und dann brauchen wir noch den Chronotyper. Und da fehlt uns so ein Basic Machine Frame. Verdammt! Hat schon eigentlich drei gemacht. Machen wir es einfach. Iron. Gut, da geht es langsam bei uns auch nur zum Neige. So. Aber das kriegen wir alles schnell. Mine Factory. So, jetzt brauchen wir den. Da. Und jetzt brauchen wir den und dann so Chronotyper. So, und da haben wir schon mal alle drei Maschinen, die wir dafür brauchen. Und jetzt brauchen wir, hab ich die konnte jetzt hier, ne, die habe ich hier ins ME-System reingetan. Das ME-System ist immer noch nicht gewachsen, wird noch wachsen. So, Conduits, da brauchen wir immer die. Dann der Item-Conduits werden wir auch noch brauchen. Dann brauchen wir noch den Harvester. Ah, den haben wir da oben. Tja, das habe ich immer noch nicht runtergeholt. Na, macht nichts. So, dann haben wir hier drinnen einen Harvester, einen Planter und haben wir noch so einen Basic Filter hier. Sieht schlecht aus. Gucken wir mal, vielleicht haben wir noch eins im MME-System. Ansonsten tun wir uns schnell eins herstellen. Erstmal hier kurz clearen. Basic, da haben wir ihn. Aber haben wir keinen drin. Eins, wir zählen uns noch einen Hubbar. Wir brauchen nämlich noch eins für das mal Weed rausfiltern. So, Hubbar. So, gut, haben wir das jetzt. Dann machen wir als erstes unsere Pflanzform. Haben wir sie im MB-System. Seeds, ja, haben wir 9 Seeds, also geht das. So, muss ich ein bisschen aufräumen hier. Wir brauchen das. Da muss ich eh hier gucken, wo hier der Energie lang läuft. So, denn da haben wir nämlich ein bisschen weiten Weg. Dann machen wir jetzt erstmal hier gut. Bitte Spitzhacke.
Hammer, komm hier gut raus. Ne, natürlich. Nicht wirklich. Ist etwas kaputt gegangen? Ne. Klang jetzt gerade so komisch. Ja, wer weiß, wer weiß. So, das ist einmal hier bloß die Energieversorgung für das. So, hoffentlich ist es jetzt nicht gerade allzu dunkel. Ah, ne, geht schon wieder. Wunderbar. So, dann ziehen wir mal kurz die Energieleitung hier lang. So, bis wohin? Noch ein Stückchen. Noch ein gutes Stückchen. So, weil da haben wir dann nämlich auch unsere Lederversorgung endlich gesichert. So, machen wir so. Da können wir kurz reinklitschen. Wunderbar. Und da kommt hier nämlich der Harvester hin. Okay. Ja. Hammer. Hammer. Da. Machen wir nämlich mal kurz hier ein bisschen blub. Dann kommt nämlich hier hin der Planter. Nichts drinne, war klar. So, dann müssen wir auf jeden Fall das auch noch weg. Weil da kommt dann hier der Chest hin. Dann brauchen wir hier die Item Conduits. So, dann hier tun wir einstellen. Nichts. None, disable. So. Ja, bitte so. Dankeschön. Hier Insert. So, und dann brauchen wir da oben die Truhe. Haben wir überhaupt die Truhe schon mitgenommen? Ah, jetzt wird es noch gerade Nacht, wird er verdammt. Ah, und den Molekular. Wie heißt das? Den Molekulartransformer, weil daraus macht man nämlich aus Glowstone solches Sonarium. Weil das braucht man nämlich für den Advanced Solarpanel. Jetzt erstmal fix pennen gehen hier. Ja gut, das Bett müsste ich. Ja, ich muss ja halt erstmal langsam dann. Jetzt, ich habe mich dann wirklich erstmal hier plus stundenlang mit der Technik beschäftigt. Und dann war ich mal hier wieder mal ein paar Stunden Hausbau machen. Weil es hat sich ja wirklich hier noch nicht viel getan. Hab ein bisschen mehr ausgeleuchtet, damit hier nicht so viel spawnt. Aber egal. So, was braucht man jetzt noch? Haben wir Weed im System. Ja, bloß das komische Gerstengelumbe. Na ja, gut. Ah, jetzt wisst ihr, was wir gebraucht haben. Eine Truhe. Sogar drei Chests brauchen wir. Wood. Gut, es wird klar, da haben wir zu wenig, aber macht ja nichts. So. 1, 2, 3. So. Da haben wir erstmal hier dann die Weed Farm, eine kleine. Die langt voll und ganz aus. So. Dann machen wir hier einen Basic Filter rein, Extract always activated und Filter und Seeds rein. So, jetzt kommen wir hier rein. Das wird jetzt gleich bepowert, wenn wir mal einen Energiekonduit noch dran machen würden. Und da sind die weg und fliegen. Und wie man sieht, sind sie ja gewachsen. Und ich müsste unbedingt noch eine Wasserquelle hier daneben machen. Kann man das fix machen hier? Ja, das war nicht so. Ja gut, so eine kleine Wasserquelle langt. Da wird das hier bewässert. Das habe ich kein Bucket mit, wie immer. Unvorbereitet. In die Aufnahme gestartet. Das Jetpack muss ich auch wieder mal aufladen. Sind schon im gelben Bereich. Bucket. Da. So. Holen wir uns mal einen Eimer Wasser. Das langt voll und ganz. So. Nicht in der Kakteen laufen, das tut weh. So, jetzt müsste das eigentlich schön bewässert werden, hoffe ich mal. Wenn wir jetzt dann sehen. Jupp, es wird bewässert, wunderbar. Und da können wir uns nämlich jetzt hier mit der Kuhform beschäftigen. Da habe ich erstmal hier eine Weile gebraucht, bis ich das hier grün hatte. So, dann müssen wir hier ein Loch. Für die Energy Conduits hoffentlich lang die. Ich hoffe mal. Mal bitte nicht hier so dolle runterfallen. So, jetzt wollen wir hier den kürzesten Weg raussuchen. Zack, zack, zack. So, Handy bitte anbleiben. So, jetzt haben wir noch 28. Das müsste eigentlich lang. So, komm.
Master, dankeschön. Eins, so, jetzt brauchen wir plus bis in der Mitte. Hier ist die Mitte und dann können wir hier durchziehen und versuchen nicht daran zu kommen. So, umdrehen. So, weil da haben wir dann nämlich die Teile schon mal gleich bepowert, wenn wir sie dran anschließen. So, jetzt gleich noch hier. Ja, bitte hier auch. So, und dann jetzt kommen wir hier in der Ecken noch, dass die ein bisschen abgeschirmt sind. So. Soll halt auch gut aussehen, die Kuhform. Zumindest nach meiner Ansicht nach gut aussehen. So, na komm, bitte, danke. Okay, das, die können wir auch noch kurz wegmachen hier. Und da holen wir mal fix noch Glas. Hab ich ja das Ender IO Clear Glas geholt. Ja. Und dann müssen wir gucken, ob wir jetzt ein paar Kühe haben. So. Wir müssten eigentlich hier in der Nähe ein paar Kühe haben. So, aber vorher. So. Können wir auch gleich mal was essen hier landen. Dankeschön. So. Nom nom nom. So, wir brauchen den Grinder, den kommen wir hinten hin. Hoffentlich mach ich den jetzt frisch rum. Jo. So, eine Truhe. Da kommt nämlich dann das ganze Leder rein. So, dann brauchen wir hier noch eine Truhe, aber jetzt kommt erstmal hier der Breeder. Und dann tun wir das nämlich hier mit den Item Conduits. Wenn wir dann Weizen haben, rein, dass das automatisch gefüttert wird, dass es automatisch quasi läuft, Insert. Da holen wir mal fix ein bisschen Knochenmehl, um halt wenigstens einen Wheatmar zu bekommen, dass wir das im Basic Filter reintun können. Ja, ich habe schon wieder ein ME-System. Bone. Gut, da haben wir auch nicht mehr viel, aber da müssen wir halt mal eine Mob-Farm demnächst bauen. Oh ja, unsere Baumform, die läuft und läuft. Die tut ja quasi alles schön versorgen. So, ab, ab. Jetzt du das gleiche abernten. Yep. Wir haben einmal Weizen. Kommen wir jetzt in Basic Filter. Und Weizen rein. Und wenn wir das jetzt hier mit rein tun, müssen wir bloß das Redstone-Signal ausmachen. Ist es jetzt hier drüben im. Nicht? Ah, gefailt. Wie machen wir das jetzt? Machen wir das direkt über Item Conduit? Ja. Lassen wir das hier, die Kiste weg. So. Und Insert. Da tun wir das Weizen wieder hier rein. Und dann ist es demzufolge schon hier drin. So, den Chronotyper. Da müssen wir halt gucken. Nicht, dass wir den andersrum machen müssen. Gut, aber jetzt machen wir mal fix hier noch Glas dran. Zumindest erstmal auf 2er Höhe. Und was ich auch noch machen müsste, wäre dann Sludge Boiler mit dran. Also so eine Sludge Pipe. Ah, hier ist Mob Essence. Was haben wir hier? Hier ist auch nichts. Gut, hier auch nichts. So, machen wir erstmal hier bloß 2er. Ja. Fail. Ja, Gott sei Dank, das geht, kriegen wir wenigstens wieder. Wir sind bloß gerade allein, aber ich kann gerade selber, hab selber keins. Hab selber noch keins. So, darum baue ich mir ja gerade hier die Farm. So. So, und gleich wenn wir die erste Kuh haben, werden wir ja sehen, ob's perfekt steht, der Chronotyper, oder ob's halt beschissen da steht. So, dafür brauchen wir jetzt unser Safari-Netz. Da
das Menüsystem habe. So, Safari. Gut, da haben wir jetzt gerade noch unseren Dorfbewohner drin. Da machen wir halt den mal einen Zwangsaufenthaltsort. Machen wir neben unseren Armor Stand, wo ich dann die Nanosuit erstmal reintun möchte. Bis wir die halt laden können, können wir ja dann quasi auch schon am Solarpanel, aber das dauert dann halt extrem lange. So. So, jetzt den hier. Ha, unser Dorfbewohner, mit dem wir handeln können. Dann nimmt, was nimmt der Beste jetzt gerade am liebsten? Emeralds gegen deine Diamantschaufel. Was? Willst du mich schnatzen? Hab ich hier was vergessen oder hat er sich einfach bloß rausgebackt? Bleibe da drinne. Juri. So. Wehe, du bist da nicht mal drinne, wenn ich wieder komme. Weil jetzt suchen wir uns mal fix noch eine Kuh. Eine muhende Kuh. Ich glaube, da standen hier immer. Ah, da stehen doch noch welche. Jo, da stehen sie noch. Drei Kühe. Also entweder wird es jetzt hier gut gehen oder nicht gut gehen. So, haben wir erstmal eine Kuh. Und jetzt werden wir es gleich sehen. Flieg. Weil da können wir uns dann nämlich auch solche Kleider machen. Da können wir auch schneller hin und her reisen und können uns Energie sparen. So, jetzt werden wir es gleich sehen. Entweder steht der Chronotyp richtig rum oder... Oh, das knistert so schön. Jo, das steht richtig rum. Oh, das kann einfach bloß sein, weil hier irgendwo ein Biss ist. Das kann auch sein. Ha. Wer weiß, leck. Bitte nicht abschmieren. Das schmiert derzeit öfters ab. Und auf jeden Fall brauchen wir dann noch einen Hebel, dass wir erstmal ein paar Kühe uns ranzüchten. So, würde man sagen, 8 Kühe. So, ich rette euch. Zumindest dich noch. So. Da wird schon dann an der Stelle gleich mein, also gleich da vorne an der Stelle mein Schlussstrich ziehen, wenn wir noch fix geschlafen haben. Wenn es jetzt schon geht. Jo, geht. Wunderbar. Und jetzt stoppe ich. Hebel müsste man noch ein System haben. So. Lever. Jo, haben wir noch ein paar. So. Dann machen wir nämlich erstmal hier den Mover aus, weil unser schönes Kühlein steht noch drinnen. Dann machen wir die nämlich von der Seite aus. Zack. Und jetzt ist der aus, der arbeitet nicht. Wunderbar. Wurdest du schon gefüttert? Jo, scheint so. Machen wir halt mal ein bisschen Weizen groß. Damit er halt mal ein Baby macht. Jo. So, dann machen wir hier das wieder rein. Hier ist irgendwo eine Wisp unten drunter. Vermute ich mal. Ah ne, hier ist ein Blaze. So ein falscher Blaze. So ein blauer Blaze. Hat uns wenigstens wieder was gegeben, was Schönes. Jo. Gut, aber das sage ich jetzt mal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es war informativ. Haben wir wieder zwei Gerätschaften mehr, also zwei Sachen, eben eine Weizenfarm und eine Kuhfarm. Und ich mache hier in der Zeit noch ein bisschen Offscreen weiter und versuche mal noch ein paar Advanced Solar Panels herzustellen, damit wir halt besser UU-Meter produzieren. Weil jetzt sind wir ja gerade mal wieder bei 15%, wir haben bei der Anfang der Folge 9% gehabt. Das bei 20 Minuten, ah, das dauert eine Weile. Und auf jeden Fall dauert das hier auch noch. Mit dem Recyceln. Ich glaube mal, da werde ich bestimmt mal wieder eben zwei Recycler rausnehmen können. Gut, aber an der Stelle, haut rein, bis zum nächsten Mal bei Magitech Infinity. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, ein Wunder. Chaka. Tschüss.